Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute kein Mittelalter-Unboxing, sondern was ganz anderes. Ihr werdet sehen und los geht's. Wie das Intro schon vermuten lässt, hatte ich während den ganzen Lockdowns und einer persönlichen Quarantäne wegen positiven Corona-Test viel Zeit und Langeweile und habe mir überlegt, ich fange ein neues Reenactment an, weil Mittelalter ja noch nicht zeitaufwendig und teuer genug ist, dachte ich, ich stelle hier mal einen Wehrmachtssoldaten dar. Warum, wieso, weshalb, warum, werde ich in einem anderen Video mal erklären. Ich habe mir hier jetzt ein Paket von Sib Militaria zuschicken lassen, weil ich was bestellt habe und habe mir hier ein paar Koppelausrüstungsgegenstände gekauft. Ich habe mir davor schon von anderen Händlern eine Koppel bestellt, ein Koppelschloss und habe mir jetzt hier nochmal so ein paar Ausrüstungsgegenstände fürs Koppel bestellt. Heißt die Koppel oder das Koppel? Gute Frage. Wir haben hier zuallererst zwei Munitionstaschen für das K98, für die Ladeklips vom K98, dann einen Gurt für Geschirr, beziehungsweise fürs Essgeschirr, fürs Kochgeschirr, es passt leider nicht ganz rum. Ich benutze es jetzt, um die Gasplanentasche am Tornister zu befestigen. Dann Schulterklappen für mein Hemd. Dann hier zwei kurze Streifen für den, also solche Befestigungshaken für den Gasmaskentornister. Ich habe einen originalen, da ist der Gurt leider ziemlich fertig. Dann ein Bajonett fürs K98, auch fürs Koppel. Made in India, dazu wird es dann auch nochmal ein Review geben. Da gibt es vielleicht ein paar kleine Patzer dran, ihr seht es hier schon, da ist dieses Bakelit-Imitat angeschliffen. Ein paar kleine Schönheitsfehler, genau. Dann, was nicht fehlen darf, hier eine Repro von einem deutschen Feldspaten. Und da habe ich den Griff, ihr werdet sehen, der ist gleich ziemlich hell. Den Griff habe ich schon mit Leinöl geölt, jetzt, das seht ihr jetzt im Video noch nicht. Der ist schon ein bisschen dunkler und somit auch besser geschützt. Und hier noch eine Tasche für den Feldspaten. Ihr müsst euch jetzt aber keine Sorgen machen, die von euch hier sind wegen Mittelalter. Mittelalter läuft natürlich immer noch weiter nebenher. Ich bin ein Mann der vielen Interessen, Hobbys und Freizeitaktivitäten. Macht euch da keine Sorgen. Das ist nur so ein kleines Sideprojekt hier mit dem Zweiten Weltkrieg und auch das Intro ist noch nicht final. Es ist einfach nur ein bisschen, um bei mir die Langeweile zu überbrücken. Falls es euch interessiert, dann lasst es mich wissen. Falls es euch nicht interessiert, lasst es mich ebenso wissen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und ja, wir sehen und hören uns demnächst wieder, hoffentlich regelmäßiger. Bis bald!